aber Charlie hat gesagt... Hallo, hallo, hierher. Ach, da bist du. Sieh dir das mal an. Wie viele Legosteine haben die denn da verbaut? Kann ich Sandkörner zählen? Na, ungefähr. Kann ich mal im Katalog nachsehen. Typisch, steht nichts drin. Na, ein paar Millionen sind da drin, schätze ich. Mama mia, in meinem Baukasten sind 500 Steine und der hat ja schon fast 50 Mark gekostet. Da haben die ein Vermögen ausgegeben, um die Stadt hier zu bauen. Das kann schon sein. Guck mal da, da steht der Eiffelturm. Ach, der ist doch langweilig. Was heißt denn hier langweilig? Mein Junge, der Eiffelturm war eine architektonische Revolution. Charlie hat auch gesagt, dass das hier langweilig ist. Na, da schreiben sie groß hin Lego-Stadt und dann stehen da nur so alte Schlösser und Türme und so, wo kein Mensch drin wohnen kann. Das sind Wahrzeichen der menschlichen Kultur, mein Junge. Der Fortschritt jeder Epoche spiegelt sich in solchen Kunstwerken. Da, schau dir zum Beispiel mal hier das Schloss an, das ist Versailles. Da spielte sich das Schicksal Frankreichs ab. Da wurden ist das Schloss von Kassel. Unsinn, die Bauweise ist typisch. Das sieht man doch an dem Das steht's doch. Wo? Tatsächlich. Das ist ja verblüffend, die Ähnlichkeit. Das haben die Deutschen sicher kopiert. Wieso gibt's denn in unserer Epoche keinen Fortschritt? Typisch. Keine eigenen Ideen, kopieren einfach die Bauweise der Franzosen. Wie wir jetzt die Amis? Wie kommst du denn darauf? Das haben wir doch nicht nötig. Glaubst du, wir haben keine fähigen Architekten? Ach, die machen doch alles nach. Charlies Schwester hat gesagt, die machen alles nach. Wolkenkratzer, Zementklötze, alles Hässliche von den Amis machen sie nach. Charlies Schwester muss das ja wissen. Natürlich, mit 16 muss man das ja wissen. Einer Göre von 16 glaubt mein Sohn mehr als seinem Vater. Charlies Schwester ist keine Göre, sie ist 19. Ja, 19, das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, sie wird 19. Aber sie hat das Abitur und Architektur studiert sie auch. Überhaupt, die ist ganz klasse. Mein Gott, ich wollte nicht die Ehre von Charlies Schwester anrühren. Hast dich wohl in sie verliebt, was? Quatsch. Mäßig, ja? Wieso gibt's denn in unserer Epoche keinen Fortschritt? Hat das auch Charlies Schwester gesagt? Quatsch, das hat... Kannst du denn nicht hören? Das hat nicht Charlies Schwester gesagt, das hast du gesagt. Quatsch, wie käme ich dazu, sowas zu sagen? Du hast gesagt, in den Bauwerken sieht man den Fortschritt von jeder Epoche. Und hier stehen nur so alte Schinken und nichts von heute. Das kommt noch, mein Junge. Wenn du in 5 oder in 10 Jahren hierher kommst, dann stehen sicher schon Gebäude aus unserer Zeit. Banken und Versicherungen. Wieso das denn? Charlies Schwester hat gesagt, was früher die Schlösser und Kirchen waren, sind heute die Banken und Versicherungen. Nur bei denen lassen sich die Architekten noch was einfallen. Naja, also, in gewissem Sinne hat Charlies Schwester da schon nicht ganz unrecht. Die Banken und Versicherungen haben eben mehr Geld als zum Beispiel die Verwaltung. Aber denk doch mal an das Olympiastadion in München. Das ist auch ein architektonisches Ereignis. Das bauen sie sicher nach. Krieg ich ein Eis? Da musst du schon warten, bis wir unseren Rundgang beendet haben. Der Eisstand war am Eingang. Lass uns doch zurückgehen. Ich guck sowieso nicht hin. Das solltest du aber bei den Eintrittspreisen. Sieh doch mal hier, guck. Die Pyramide von Cheops. Überleg mal, was das für eine Leistung war. Da haben Tausende von Menschen jahrzehntelang dran gearbeitet. Und wie konstruiert ist. Das muss erst mal einem einfallen. Charlie hat gesagt, seine Schwester hat gesagt, wenn sie mal Architektin ist, dann entwirft sie nur Häuser, wo die Menschen schön drin leben können. Wann ist sie denn fertig mit dem Studium? Die große Architektin. Naja. Wie haben denn die Pyramide zugemacht? Frag doch Charlies Schwester. Na, wann ist sie denn fertig? Das hast du wohl erfunden mit dem Studium, was? Gar nicht. Sie hat nur noch nicht angefangen. weil die Männer so blöd sind. Ja. Hat sie gesagt, die wollen ihr nämlich keine Praktikumsstelle geben. Und die braucht sie erst, um anfangen zu können. An allem sind nur die Männer schuld. Sag Charlies Schwester einen schönen Gruß, sie soll ihren Männerhass woanders austoben, aber nicht in Gegenwart meines Sohnes. Aber sie hat doch recht, wenn die Männer ihr kein Praktikum geben. Na, jetzt hör mal zu, ja? Um Architektur studieren zu können, muss man ein Praktikum auf dem Bau ableisten. Und wenn ich Bauunternehmer wäre, würde ich auch keiner Frau eine Praktikantenstelle geben. Schließlich ist die Arbeit viel zu schwer für eine Frau und außerdem ist das nicht gut für die Arbeitsatmosphäre. Wenn Charlies Schwester unbedingt Architektur studieren will, dann soll sie doch Innenarchitektin werden. Das ist wenigstens ein Frauenberuf. Braucht sie da kein Praktikum? Ja, natürlich auch, aber nur beim Schreiner. Und da ist die Arbeit nicht so schwer und für die Arbeitsatmosphäre ist es auch gut? Was? Naja, ach nichts. Komm, lass uns doch gehen. Wir haben Eintritt bezahlt und jetzt schauen wir uns das auch an. Hier. Sieh mal. Der Kölner Dom. Wie das Portal gearbeitet ist. Das ist ja fantastisch. Die Treppe vor dem Haus hier kann ja auch niemand mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen hochfahren.
Was redest du da? Du sollst dir den Kölner Dom ansehen. Was hab ich denn davon? Ich möchte wissen, wie du ausgerechnet vor dem Kölner Dom auf Rollstühle und Kinderwagen kommst. Charlies Schwester hat gesagt, das wäre was, wo die Männer nie dran denken. Etwas zu bauen, wo man auch im Rollstuhl oder im Kinderwagen hinfahren kann. Überhaupt an soziale Einrichtungen würden die Männer nicht denken. Soziale Einrichtungen? Du weißt ja nicht mal, was das ist. Natürlich denken da die Männer dran. Wer hat denn bisher alles gebaut, Männer oder Frauen? Eben. Was sind denn soziale Einrichtungen? Naja, also. Na, zuerst ist ja wohl wichtig, dass die Leute überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Ist das schon sozial? Was muss Charlies Schwester denn im Praktikum machen? So genau weiß ich das auch nicht. Auf jeden Fall körperliche Schwerarbeit und das ist zu schwer für Frauen. Guck mal, da gibt's auch Eis. Du wartest bis zum Ausgang. Und nachher? Müssen die Architekten nachher auch noch auf dem Bau arbeiten wie ein Bauarbeiter? Natürlich nicht, sonst wären es ja keine Architekten. Ein Architekt plant, entwirft, überwacht und so weiter und so fort. Also keine körperliche Schwerarbeit mehr? Nein. Dann kannst doch Charlies Schwester auch. Nein. Warum denn nicht? Weil... Oh Gott, das verstehst du noch nicht. Es ist eben nicht üblich. Architekt ist nun mal ein Männerberuf. Du, Papa, heute Morgen hat Mama gesagt, sie macht den ganzen Tag Schwerarbeit. Was? Im Haushalt. Ist doch Unsinn. Du, Papa, ist für Frauen Schwerarbeit nur in Männerberufen zu schwer?